680 GTX, 680 GTX OC, 77 GTI, Moment mal, 7er Serie, denkt ihr euch, was macht die denn hier? Und das ist im Prinzip ganz leicht erklärt, denn Nvidia verwendet grundsätzlich für ihre Spitzenmodelle Chips mit der Endbezeichnung 0 am Ende des Chipcodes. Jedoch performte der GK104-Chip, welcher übrigens in allen drei Karten hier vorhanden ist, so gut, dass Nvidia es sich leisten konnte, einen Mid-End-Chip für mehr Geld an den Mann zu bringen als ihr letztes High-End-Monster 580 GTX. Ganz klar, wenn man mehr Geld verdienen kann, dann macht man das auch. Die 680 GTX war die erste Consumer-Grafikkarte von Nvidia, welche 4K bei 60 Hz ausspucken konnte. Codename Kepler hielt sich über zwei Grafikkartengenerationen und mit der 7er Reihe und Einführung der Titankarten konnte sich Nvidia endgültig seine Vormachtstellung sichern. Des Weiteren sind Kepler-Karten die ersten, welche von PCI Express 3.0 profitieren. Und mit dem neuen 28-Nanometer-Verfahren konnten sowohl die Taktraten der Karten gesteigert werden, als auch der Energiehunger der Grafikkarten gesenkt werden. Somit kleinerer Chip, mehr Transistoren, stromsparender und sehr viel schneller als sein Vorgänger. Und das alles mit einem Midrange-Chip. Und auch wenn die 770 GTX, welche hier in der Form der Janeward Phantom vorhanden ist, im Prinzip eine 680 GTX ist, testen wir heute selbstverständlich eine 680 GTX OC Version. Das Spitzenmodell damals, und jetzt haltet euch fest, hatte jedoch 4 GB Arbeitsspeicher. Diese Grafikkarte hat nur 2, auch wenn es eines der stärksten Modelle ist, die damals rausgekommen sind. Und ich habe es tatsächlich geschafft, im kleinen Österreich einen Menschen zu finden, der mir sogar noch das absolute Topmodell Asus Direct CU2 OC verkauft hat und das noch in perfektem erhaltenem Zustand samt OVP. Eine echte Rarität. Und weil das Ganze so gut erhalten ist, werden wir tatsächlich Vintage-artiges Unboxing-Feeling hier präsentieren können. Wahnsinn, mit goldenen Asus-Schriftzug. Hat das die andere auch? Hat sie nicht. Daran erkennt man Premium. Gold. Ah, ihr schon wieder. Ich weiß, ihr seid nicht hier, um euch irgendwelche Unboxing-Videos anzusehen. Ihr seid alle genauso verrückt nach dem einen, worauf jeder Mensch wartet, wenn er ein Grafikkarten-Review sieht. Grafen! Gebt mir Grafen! Ich kenne das. Hier sind sie. Aus irgendeinem Grund ist Anno 1800 ein totaler Hardware-Zerstörer. Selbst eine 1080 Ti hat mit dem Game zu kämpfen. Und ja, ich weiß, das ist Meckern auf verdammt hohem Niveau, aber ja. Was umso erstaunlicher ist, ist, dass die 680 GTX in HD Anno jederzeit flüssig darstellt. Selbst 1440p ist für das alte Ungetüm kein Problem. Das Ganze ist jetzt kein mega flüssiger 60 FPS Augenschmaus. Bedenkt man jedoch das Alter der Karte, wird klar, wie stark die Kepler-Architektur Nvidias tatsächlich war. Denn wie wir jetzt wissen, gehört die 780 Ti auch ebenso zu dieser Familie. Die letzte Kepler-Karte war übrigens die Tesla K80 mit modifizierten Kepler 2.0 Chip, welche 2015 schon monströse 12 GB RAM stemmte. Aber wir schweifen wieder ab. Sie haben einen 27 Zoll 165 Hertz Monitor mit G-Sync zu Hause und die Werbung schreit Ihnen förmlich ins Gesicht. Sie brauchen dafür eine neue Karte, wenn Sie CSGO professionell spielen wollen. Tja, hier die Auflösung, brauchen Sie nicht. 174 FPS in 1440p und selbst 4K sind für das Monster 680 GTX kein Problem. Als die Benchmarks von GTA 5 die Ergebnisse ausspuckten, war ich sehr überrascht zu sehen, dass die Karte selbst 4K problemlos darstellen konnte. Ich konnte nicht mal Nachladeruckler feststellen, 4 GB sei Dank. Nochmal, die Karte ist uralt, damals war 1440p noch nicht mal ein Thema, doch die 680 GTX liefert ab.
allerdings nur die 4 GB-Version. Solche Grafikkarten sind übrigens mittlerweile richtige Wertanlagen. Wer zum Beispiel noch eine GeForce 2 oder die noch selteneren GeForce FX zu Hause hat, kann bei eBay und dergleichen ja sich mal umsehen, was die Teile heutzutage wert sind. Vielleicht mache ich mal ein Video darüber. Das Spiel, welches schon damals alles in die Knie zwang, zwingt die 680 GTX in höheren Einstellungen wie zu erwarten auch auf den Boden. In 1080p jedoch ist jederzeit ein ruckelfreies Spielerlebnis garantiert. Je neuer das Spiel, desto haariger wird es für die Karte. Shadow of the Tomb Raider ist zu keiner Zeit auch nur ansatzweise flüssig spielbar, von 4K ganz zu schweigen. Denn selbst bei 1080p kann es ab und zu passieren, dass die Frames auf 15 abstürzen, wenn mal mehr auf dem Monitor los sein sollte. Battlefield 5 zeigt ein ähnliches Bild. Getestet habe ich hier auch mittlere Einstellungen, aber nur um zu sehen, ob man das Spiel irgendwie Multiplayer-tauglich bekommt. Die Antwort? Nur bedingt. Selbst der große Bruder 87 Ti hat Probleme, die 60 FPS-Marke zu erreichen und auf niedrigen Einstellungen, ganz ehrlich, sehen auf 100 Meter Büsche, Feinde, Autos, Häuser, Scorpion, Metal Gear, alles gleich aus. Red Dead Redemption 2 ist für so ziemlich alle Grafikkarten der absolute Endgegner. Hier kann die 680 GTX zumindest eines besser als ihr großer Bruder 87 Ti. 4K. Die 4 GB der Karte gegen die 3 GB der 87 Ti sind in vielen Fällen ein Plus, jedoch machen die Taktraten, Speicheranbindung und fehlenden CUDA-Cores sie leider nie schneller. Naja, wollt ihr mal sehen, was man mitmachen muss, wenn man Grafikkarten reviewt? Da muss man solche Ruckelorgien über sich ergehen lassen. So. Oder so. Oder so. Und zum Schluss noch, wie gehabt, der synthetische Benchmark Firestrike in den Einstellungen Gaming, Extreme und Ultra, welcher wie immer selbsterklärend ist. Also mal ganz ehrlich, ich glaube, es ist völlig umsonst, euch hier zu erklären, dass ein jetziger Kauf einer 680 GTX völlig überflüssig ist, wenn ihr gamen wollt oder dergleichen. Aber wenn ihr solche Menschen seid wie ich, die auch gerne mal etwas sammeln oder beziehungsweise, wie ich es bereits erwähnt hatte, während dem Zeigen der Graphen, dass solche Karten tatsächlich auch eine kleine Wertanlage sein können, dann kann ich euch empfehlen, kauft euch eine. Die sind witzig, sehen super aus und seltene Grafikkarten sind im Prinzip mittlerweile sowas wie Autos. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das eine Wertanlage? Die steht dann doch nur rum. Naja, ihr müsst Folgendes bedenken. Es gibt auch Menschen, die Briefmarken sammeln. Es gibt Menschen, die Autos sammeln. Die haben halt ein bisschen mehr Geld als Grafikkartensammler, selbstverständlich. Aber im Endeffekt ist es dann dasselbe. Man sammelt einen Gegenstand, der irgendwann für jemanden einen Wert bekommt. Ich werde mal ein Video darüber machen. Bis dahin könnt ihr euch, wie gesagt, auf eBay mal umsehen. Es ist unglaublich, wenn eine GeForce 3 Grafikkarte, die kann nichts mehr, kosten 200 Euro, wenn es die richtige ist. Ja? Und der Zustand muss passen, es muss eine OVP dabei sein und so weiter und so fort. Ich habe vor ein, zwei Monaten sogar mal gesehen, dass iPhone 2s in einer bestimmten Edition um mehrere 1000 Euro verkauft wurden. iPhone 2 kann auch nichts mehr. Aber wie gesagt, 680 GTX, ziemlich cooles Teil, heutzutage noch, muss ich wirklich sagen. Aber selbstverständlich für das Gamen absolut nichts mehr wert. Es ist im Prinzip nur noch ein Erinnerungsstück an alte Zeiten. Aber gut, das war's von mir für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin mir unsicher, übrigens, ob ich weiter in die Nvidia-Zeit zurückgehen sollte. Denn selbst diese Grafikkarte kann im Prinzip heutzutage nichts mehr. Das heißt, würde es sich lohnen, ich habe sogar eine hier, ich zeige sie gleich. Ich hätte hier sogar das Spitzenmodell der letzten Generation, der 580 GTX, auch in einer speziellen Variante von Inno 3D, in der 3 GB Variante. Damals gab es ja 1,5 GB oder 3 GB Varianten, also im Prinzip eine 580 Ti. Aber sie wird wohl noch mal schwächer sein als unsere Grafikkarte hier und sehr vieles überhaupt nicht mehr darstellen können. Zumal die Treiberunterstützung von Nvidia für die 580 Ti's vor längerer Zeit eingestellt wurden. Falls es euch interessieren würde, was die Karte dann dennoch kann, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich freuen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen da lassen. Falls nicht, dann disliked das Video. Und falls ihr mich direkt unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf twitch.tv vorbei. @m4_rage. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Bis dahin sieht man sich. And don't forget, join the Legion.
shut the fuck up!